So, wir kommen zum nächsten und zum letzten Spiel der Vorrunde. 20. Spiel Gruppe B, RMC Stein gegen RS Altdorf. Auch hier Stein sicher Tabellenerster, aber Altdorf könnte mit dem Sieg noch mit 8 Punkten vor auf Platz 2 rutschen und würde damit ins Halbfinale kommen. Genau, Altdorf könnte also einen Sieg sehr gut gebrauchen. Stein weiß es mit Sicherheit auch, vielleicht überlegen sie sich ja, lassen wir Altdorf gewinnen, haben wir vielleicht später einen einfachen Gegner oder auch nicht, vielleicht sagen sie auch, ist es egal. Also wir werden sehen, aber so wie das aussieht, wollen die gewinnen. Und ein Schuss gegen den Pfosten von Altdorf. Altdorf weiter im Ballbesitz. Vorteil wird laufen gelassen vom unparteiischen Schiedsrichter. Da war der Tor aus Stein, nee, nicht der Tor aus, der Stürmer aus Stein im Tor noch knapp dran. Es gibt Eckball für Altdorf. Jetzt die Schussmöglichkeit auf den Torhüter. Also auch hier können wir ein spannendes Spiel werden. Altdorf muss unbedingt gewinnen. Stein wird eher Kräfte sparen, denke ich, weil die sind weiter. Ja. Genau. Stein hat nicht mehr viel zu verlieren in dem Spiel. Aber will vermutlich trotzdem gewinnen. Ja, die Uhr ist angehalten, jetzt wird lang diskutiert, was wird gepfiffen. Sehr fair vom Torhüter aus Stein. Und der Schuss gegen die Latte. Ein sehr souveräner Schuss an die Latte. Und jetzt Abschlag für Altdorf. Perfekt gehalten vom Torhüter aus Stein. Jetzt zu zweit. Souverän verteidigt. Die ersten 3 Minuten sind um, es steht immer noch 0-0 im Spiel Stein gegen Altdorf. Für Altdorf geht es hier um alles. Gewinnen sie, haben sie noch die Möglichkeit ins Halbfinale zu kommen. Sollten sie unentschieden spielen oder verlieren, wären sie nicht im Halbfinale, dann wäre Dornbirn als Zweiter weiter. Stein ist sicher weiter, die können gewinnen oder nicht. Das sicher auch Tabellenerster, also. Genau. Jetzt die erste Ecke für Stein. Thank you.
Und es steht weiterhin 0-0, damit immer noch die Chance für Altdorf, auf Platz 2 zu rutschen in der Tabelle, wenn sie das Spiel gewinnen. Da sucht er die Lücke, hat nicht geklappt. Jetzt Eck bei Altdorf, sie besprechen sich dann nochmal, wie machen sie es, wie wollen sie es machen. Vielleicht ist die Möglichkeit zum 1-0. Er versucht es direkt. Und ein Fehlpass. Dadurch Eckball für Stein. Vielleicht können die es jetzt auf der anderen Seite machen. Altdorf hat den Ball nicht reingekriegt. Vielleicht schafft es jetzt Stein zum 1-0. Auch nicht. Also beide über den Ecken hat noch nicht so viel Glück gehabt in diesem Spiel. Ah, da sind sie jetzt nicht ganz einig, wer den Ball mitnehmen soll. Wollen sie beide nicht. Jetzt angezeigt, Zeitspiel. Sie sollten zum Abschluss kommen. Stein jetzt mit der Chance. Und oh, drin. 1-0. Stein führt 1-0 gegen Altdorf. Auch ein spätes Tor, also wir haben immer nur noch 1 Minute 10 zu spielen. 1-0 jetzt erst, in Anführungszeichen. In der ersten Halbzeit. Ah, da fällt er unglücklich vom Rad. Wurde als Foul gepfiffen, da hat er Glück. Da hat er Glück. Der schien sich da an der Ecke, zeigt es anders an. Schiedsrichter entscheidet sich um. Genau, also Stein jetzt mit dem Freistoß. Man muss dazu sagen, das hat nichts mit dem Team zu tun. Er konnte es einfach nicht richtig sehen, da der Spieler von Stein direkt am Weg war, in Sichtlinie stand. Der Kollege an der Seitenlinie hat es gesehen und hat ihn darauf hingewiesen. Nein, es war kein Foul. Und somit hat er seine Entscheidung korrigiert. Und es gab Freistoß für Stein und jetzt Tor für Altdorf und damit 3 Sekunden Verschluss, der Ausgleich zum 1-1. Und direkt die Antwort von Stein zum 2-1. 10 Sekunden noch. Damit geht Stein mit 2-1 in die Halbzeit.
Weiter geht's, letzte Halbzeit in der Vorrunde. Stein gegen Altdorf, Stein führt 2:1, noch alles offen. Altdorf muss gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Ansonsten geht's nicht in die Finalrunden, sondern nur um dementsprechend dann Spiel um Platz 4. Genau, dann würde Dornbirn im Halbfinale stehen. Erwischt er den Ball nicht richtig. Gute Schussposition eigentlich für Stein. Leider am Glück für Tor Altdorf. Vorbei. Jetzt die Chance, da wehrt er wieder mit dem Gesicht den Ball ab. Eckball jetzt für Altdorf. Die Möglichkeit zum Ausgleich, zum 2:2. Und 4 Meter für Altdorf. Das ist jetzt ganz klar die Chance. Zum Ausgleich, zum 2:2. Und extrem wichtig auch für Altdorf, wenn sie weiterhin die Möglichkeit haben wollen, ins Halbfinale einzuziehen. Und er ist drin. Da macht sich Gerhard Bladi gar keine große Mühe, um an den Ball ranzugehen. 2:2, Ausgleich für Altdorf. Man muss sagen, ein Ausgleich würde auch noch nicht reichen. Also es muss dann schon für Altdorf der Sieg sein. Ich und dachte schon, der ist drin, fast die Antwort. Knapp vorbei. Und die Fans feuern ihre Mannschaft aus Altdorf an. Eckball für Altdorf. Jetzt sogar die Chance, in Führung zu gehen für Altdorf. Ja, also reißen sie jetzt hier doch noch das Spiel rum. Nein. Und der Pass von Stein kommt leider nicht an. Stein trotzdem weiter in Ballbesitz. Und jetzt das Tor für Stein. Stein geht damit 3:2 in Führung. Ja, jetzt muss Altdorf wieder 2 Tore schießen, um überhaupt noch weiterzukommen. Also, und jetzt haben sie die Chance, wieder eine Ecke zu schießen. Was machen sie draus? Ah, da versucht er ihn reinzulupfen. Er will das Foul haben. Bekommt er es? Die Schiedsrichter besprechen sich jetzt. Ist sich da jetzt nicht ganz sicher, in welche Richtung das geben soll. War es ein Foul? Hatte da zu viel gewollt? Der Spieler aus Altdorf und ist einfach vom Rad gestiegen. Sie besprechen sich, wir werden es gleich sehen. Der Freistoß also für Stein.
die Schussmöglichkeit wäre jetzt auf jeden Fall da gewesen. Traut sich nicht zu schießen. Baut lieber nochmal ein sicheres Spiel auf. Und jetzt fahren sie vor, sie sind zu zweit. Ah, der Ball war ganz klar im Aus. Abschlag jetzt also für Altdorf. 2 Minuten Restspielzeit. Es muss Altdorf wirklich schauen, dass sie hier noch 2 Tore schießen. Freistoßstein. Zeitspiel jetzt angezeigt. Jetzt müssen wir zum Abschluss kommen. Der Schiri stoppt die Uhr. Eckball für Stein. Jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze hier für sich zu entscheiden mit einem 4:2-Treffer. Und jetzt ist der 4:2-Treffer. Er ist drin, ja. Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Dornbirn ins Halbfinale einzieht, zusammen mit Stein. Und der Schiri pfeift ab. Kein Tor. 30 Sekunden noch. Im letzten Spiel der Vorrunde. Ah, da nochmal der Versuch von Altdorf, aber nein, das wird nichts mit dem Halbfinale. Damit Altdorf Tabellendritter, Stein Tabellenerster, Dornbirn und Stein beide im Halbfinale. Das Tor zählt nicht mehr. 4:2 Endstein im letzten Spiel der Vorrunde. Stein gegen Altdorf. In einer Stunde geht es pünktlich weiter mit den Finalspielen.